Und damit willkommen zum nächsten Diablo 3 Guide von mir. Wir befassen uns, wie unschwer zu erkennen ist, erneut mit dem Dämonenjäger. Dieses Mal mit einem Set, das schon einige Versionen des Spiels auf dem Buckel hat und eigentlich immer Spaß gemacht hat. Habe ich auch schon mal einen Guide drüber gemacht. Ich spreche natürlich vom Set Gewandung des Marodeurs. Ich hoffe, der Name war richtig. Ausstattung des Marodeurs. Oder auch bekannt als Geschützturm oder Sentry DH. Sehr schöner Bild, der auch durch die neuesten Updates nicht an Stärke verloren hat. Und genau das will ich euch in diesem Guide mal wieder etwas näher bringen. So, hat sich nämlich ein bisschen was verändert und genug, um einen neuen Guide zu machen. Auf jeden Fall. Wir legen das Set komplett an. Es besteht hier aus Handschuhen, Schulterschutz, Kopfschutz, Brust, Beinschutz und Stiefeln. Schlüsselfähigkeit dieses Builds ist die Fähigkeit Splitterpfeil, deswegen nach Möglichkeit wie hier auf den Stiefeln und wenn es sich irgendwie machen lässt, auf dem Kopfschutz Splitterpfeilschaden. Kopfschutz wäre am besten mit Geschicklichkeit, Splitterpfeilschaden, Crit-Chance und einem Elementarwiderstand als Sekundär. Und dann natürlich möglichst in Uralt, um die Statuswerte möglichst hoch zu kriegen. Dann der Brustpanzer mit Geschicklichkeit, Vitalität und Geschützturmschaden, weil Geschütztürme auch eine große Schadensquelle sind in diesem Bild. Nach Möglichkeit auch hier ein Sekundärwiderstand. Habe ich jetzt hier nicht. Ich habe Distanzkampfschadenreduktion. Ist nicht optimal. Könnte man noch austauschen. Ich habe ihn erstmal angelegt, weil er ist uralt. Dann der Beinschutz. Geschicklichkeit, Vitalität, Widerstände. Die Basic-Werte einfach. Beinschutz, wie schon gesagt, mit Splitterfallschaden. Da konnte ich es mir jetzt hier erlauben, zum Beispiel Bewegungsgeschwindigkeit drauf zu machen, weil Geschicklichkeit, Vitalität, maximaler Splitterfallschaden und maximaler Sekundärwiderstand sind schon drauf. Dann der Schulterschutz, hier auch schon mit vorinstalliertem Geschützturmschaden, 11%, geht noch mehr, aber ab Geschützturmschaden, Abklingzeitreduktion sind hier sehr empfehlenswert. Geschicklichkeit war auch drauf, habe ich noch Vitalität drauf gemacht. Und die Handschuhe mit Abklingzeitreduktion, Crit-Chance, Crit-Schaden und Geschicklichkeit und Sekundärwiderstand, so soll es sein. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Amulett, ich habe jetzt... Hier, ups, das ist irgendwie geruckelt. Hab jetzt hier Son Vokus Glanz ausgerüstet, was allerdings überhaupt nichts mit dem Son Vokus Sense zu tun hat. Das ist ein Mönchset, weiß jeder. Ich habe es hier nur ausgerüstet, weil es, wie ich finde, sehr schöne Statuswerte hat mit fast maximaler Geschicklichkeit. 9 von 10% Crit Chance und 88 von 100% Crit Schaden. Dann nehmt ihr einfach irgendein Amulett. Empfehlenswert ist ein Höllenfeuer-Amulett, weil das halt noch eine fünfte passive Fähigkeit dann bringt. Und wenn ihr ein Höllenfeuer-Amulett mit Elementarschaden haben wollt, dann definitiv Feuerschaden in diesem Bild. Kommen wir zu den Armschienen. Die klassischen Armschienen im Moment für den Dämonenjäger, die Wickel der Klarheit, die halt standardmäßig Crit-Chance drauf haben, was sehr angenehm ist. Und unser Hasserzeuger reduzieren erlittenen Schaden 5 Sekunden lang um 30%. Das gibt uns ein bisschen Zähigkeit, ohne dass wir da irgendwie auf Schaden verzichten müssten für. Dann, das ist neu jetzt in dieser Season, der Goethe Zoes Geheimnis. Reduziert euren erlittenen Schaden für jeden aktiven Gefährten um 8,3%. 9 ist da Maximum. Und ihr seht schon, hier krebst uns einiges an Gefährten hinterher. Und 30 Millionen Zähigkeit ist für Dämonen ja auch gar nicht so wenig. Was brauchen wir noch? Ganz wichtig, kennt jeder, Rucksack des Bombenschützen. Wohl dahingehend überarbeitet, dass der jetzt geschützt zum Schaden als... Primärattribut. Also seht ihr da erhöhten Schaden von Geschützung um 79%. 100 ist da Maximum, der könnte also definitiv noch überarbeitet werden. Hat aber alles Wichtige drauf geschickt. Vitalität, Angriffsgeschwindigkeit, Trittchance, Hassregeneration, Geschützturmschaden. Sekundär könnte ich da tatsächlich noch was machen. Weil Disziplin ist in diesem Bild unwichtig. Dann, und das ist jetzt die Schlüsselwaffe in diesem Bild, die Manticore. Kennt jeder, war früher sehr beliebt, dann zeitweise komplett in Vergessenheit geraten. Jetzt für diesen Bild wieder ausgebuddelt, kann man sagen. Erhöht nämlich den Schaden von Splitterpfeil um 60-80% und reduziert die Hasskosten von Splitterpfeil um 40-50%. Die Waffe ist essentiell. Man kann den Bild, glaube ich, auch, ich gucke mal kurz in die Beschreibung. Ja, man könnte ihn auch mit Mehrfachschuss spielen, tatsächlich. Macht auch Schaden. Ich wollte jetzt aber die Splitterpfeil-Variante hier vorstellen. Vielleicht mache ich auch noch einen Guide über die Mehrfachschuss-Variante. Das war eigentlich unnötig, weil Mehrfachschuss spielt man im Moment hauptsächlich um den... das Set Unheilige Essenz und Marodeur um Splitterfall. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen die Ringe Fokus, Zurückhaltung und Fokus. Das ist, glaube ich, altbekannt. Bewirkt folgendes, für diejenigen, die es nicht wissen. Unser Schaden wird 5 Sekunden lang um 50% erhöht, wenn ein ressourcenerzeugender Angriff oder eine Primärfähigkeit ein Gegner trifft, also das hier.
Und erhöht unseren Schaden 5 Sekunden lang um 50%, wenn ein ressourcenverbrauchender Angriff einen Gegner trifft. Das bringt sehr, sehr viel Damage. Dann brauchen wir die legendären Edelsteine Verderben der Gefangenen. Bewirkt einfach, dass Gegner, die von Kontrollverlusten betroffen sind, 34,5% mehr Schaden erleiden. Und gewährt uns eine Aura, die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern im Umkreis von 15 Metern um 30% reduziert und dadurch halt die erste Eigenschaft sozusagen auslöst. Dann ein zweiter Stein, zwei Steine Rache, ist glaube ich Klassiker für den Dämonenjäger. Unser Schaden wird pro 10 Meter, die zwischen uns und unserem getroffenen Gegner liegen, um 9,2% erhöht. Maximum ist hier 46% bei 50 Metern. Chance von 20% bei einem Treffer, den Gegner für eine Sekunde zu betäuben. Auch das löst wieder diesen Edelstein hier aus. Und als drittes, klar, Verderben der Geschlagenen. Jeder Angriff auf einen Gegner erhöht den Schaden, den er durch euch erleidet, um 1,43%. Das ist multiplikativ und addiert sich sozusagen hoch. Und erhöht den Schaden an Bossen und Portalwächtern um 25%. So, was bewirkt jetzt das Set des Marodeurs? Es hat ja einige Änderungen erfahren. Ein Punkt ist gleich geblieben, nämlich der erste. Beim Einsatz von Gefährte werden alle Gefährten gerufen. Ihr seht sie hier unten versammelt. Dann Set-Bonus 4. Gehen wir erstmal nochmal auf die Gefährten ein. Das ist ganz interessant, weil ich habe jetzt hier die Rune Wolfsgefährte, ist aber völlig egal, welche ihr nehmt, weil wir kriegen alle Passiven. Also wir kriegen den Wolfsgefährten, der kämpft, wir kriegen die Frettchen, die kämpfen und unsere Bewegungsgeschwindigkeit, unseren Goldfund-Bonus erhöhen. Wir kriegen den Eber, der uns um 10.700 Leben pro Sekunde heilt und unsere Widerstände um 20% erhöht. Wir kriegen die Fledermaus, die uns Hass bringt. Und wir kriegen den Spinnengefährten, der Gegner verlangsamt. Und auch wenn wir die aktiven, also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Taste 2 drücken würde, werden all diese 5 aktiven Buffs also ausgelöst. Bei der Spinne wäre das, Spinne wirft ein Netz auf alle Gegner im Umkreis von 25 Metern und sie werden 5 Sekunden lang um 80% verlangsamt. Fledermausgefährte, wir erhalten 50 Hass. Ebergefährte, der Eber stürmt auf Gegner zu und verspottet sie. Frettchengefährte, sie sammeln alles Gold und Heilkugeln auf. Das ist sehr praktisch, wenn wir gerade mitten im Mob stehen, am Verrecken sind und irgendwie dringend mal ein bisschen Life brauchen, dann setzen wir den ein, im Radius 60 kriegen wir alle Heilkugeln, das rettet einem meistens den Allerwertesten. Und natürlich der Wolf, Radius 60, 10 Sekunden lang 30% mit Damage. So, das aber erstmal nur zu den Gefährten. Und natürlich, die Gefährten bringen uns jetzt durch diesen Gürtel auch Zähigkeit. Dann Set-Bonus 4. Geschütztürme verursachen 400% mehr Schaden und wirken Elementarpfeil, Chakram, Aufspießen, Mehrfachschuss und Splitterpfeil zur gleichen Zeit wie ihr selbst. Ich demonstriere das einmal kurz. Ich hoffe, es funktioniert. Türmchen. Okay, nur wenn Gegner da sind. Und Vorführeffekte. Set-Bonus 6. Eure primären Fertigkeiten und Gefährten sowie Metallfall, Chakram, Aufspießen, Mehrverschuss, Splitterfall und Rache verursachen für jeden aktiven Geschützturm 800% mehr Schaden. Das ist das Set. So, jetzt unsere Skillung. Was benutzen wir? Wir benutzen Ballistik, Raketenschaden um 100% erhöht. Zusätzlich besteht eine Chance von 20%, beim Angriff eine Zielsuchrakete abzufeuern, die 150% Waffenschaden verursacht. Maßanfertigung erhöht die Dauer eurer Fertigkeiten Krähenfüße, Totgewalt, Stachelfall und Geschützturm um 100%. Erhöht die maximale Anzahl und Aufladung eurer Geschütztürme auf 3. Das seht ihr hier unten. Normalerweise haben wir 2. Da war ich. Und die Anzahl auf 3. Also wir können auch nicht nur 2 Aufladungen haben, sondern 3 Aufladungen und 3 statt 2 Geschütztürme. Und durch unseren Rucksack des Bombenschützen nochmal 2 Geschütztürme, also 5. Und jetzt rechnet mal, 5 Geschütztürme, jeder gibt uns 800% mehr Schaden, 4000% mehr Schaden für Splitterfall, Rache und unsere Primärfähigkeit. Wahnsinnig Damage. Dann Jagdfieber. Gegner, die von einem eurer Hassverbraucher, also Splitterfall, getroffen werden, bewegen sich 2 Sekunden lang 80% langsamer, löst diesen Edelstein wieder aus und Auslese erhöht den Schaden gegen eben diese verlangsamten Gegner um 20%. Welche Fähigkeiten verwenden wir? Wir verwenden Ausweichschuss mit der Rune Fokus. Ist der Klassiker, wird einfach benutzt, weil 7 Hasserzeugung, also erzeugt am schnellsten am meisten Hass. Der restliche Eigenschaft der Fähigkeit ist eigentlich völlig egal. Kälteschaden, egal. Unwichtig. Splitterfall mit Raketensplitter. Euer feuert einen Splitterfall ab, der beim Eincheck explodiert, 650% Waffenschaden als physischen Schaden verursacht und bis zu 2 Raketen auf Gegner in der Nähe schießt. Die Raketen verursachen jeweils 600% Waffenschaden als physischen Schaden. Ihr könntet also auch, ja, eigentlich macht es mehr Sinn, auf physischen Schaden zu spielen. Tatsächlich mit den armen Schienen fällt mir gerade auf. Korrigiert das mal bitte in meinen gedanklich. Also nicht Feuerschaden in diesem Bild, sondern physischen Schaden. Genau. Weil dann haben wir hier Raketen, die abgefeuert werden. Wir haben hier Ballistik, wir feuern Raketen ab. Und unsere Geschütztürme feuern auch nochmal Raketen ab. Unsere Rache feuert auch nochmal Raketen ab. Und es wird alles durch Ballistik um 100% verstärkt. Aber eins nach dem anderen.
Rauchwolke mit der Rune aus den Augen, verschwindet für eine Sekunde und sind wir unsichtbar und verwundbar und unsere Bewegungsgeschwindigkeit ist um 100% erhöht. Ich zeige das einmal kurz. War, glaube ich, ganz offensichtlich. Ist einfach, um schnell aus Gegnern rauszurennen. Dann Gefährte, ja gut. Gefährte halt. Rache mit der Rune Groll. Verwandelt euch 20 Sekunden lang in die Verkörperung der Rache. Flankenkanonen erhaltet 4 durchschlagende Schüsse, die pro Angriff 60% Waffenschaden verursachen. Verschießt 2 Raketen auf Gegner in der Nähe, die pro Angriff 80% Waffenschaden verursachen. Und nochmal Rache an sich, 40% mehr Schaden. Und erhaltet 10 Hass pro Sekunde. Also ihr seht schon, wir kriegen ein ganzes Arsenal an Boni durch diese Fähigkeit. Und letzten Endes Geschützturm mit der Rune Feuerspeierturm. Kann man verschiedene nehmen, also ich zeige euch die gleich mal. Ich nehme jetzt Geschützturm, weil der Geschützturm feuert zusätzlich Zielsuchraketen an, die zufällig gegen in der Nähe 120% Waffenschaden verursachen. Also einfach alles, was irgendwie mit Raketen zu tun hat. Aufspießender Bolzen, jetzt durchschlagende Bolzen ist egal. An der Leine ist irgendwie so eine Kette, die Schaden macht. Polarstation kann man tatsächlich noch sehr gut nehmen, das könnt ihr auch machen. Dann habt ihr so eine unterkühlende Aura um die Geschützturme drumherum, das löst halt wieder die Verderben der Gefangenen aus. Und Geschützturm des Wächters, der Geschützturm erzeugt zusätzlich ein Schild, der von den Schaden von Verbündeten um 25% reduziert, also den Erlittenen. Kann man machen, wenn man in der Gruppe spielt. Im Solo-Spiel, ja, es ist eigentlich unnötig. Und zu guter Letzt, Kanais Cube. Was nehmen wir in Kanais Cube? Ihr habt schon gesehen, wir haben Rache drin, also man kann sich's denken. Morgendämmerung für die Abklingzeitreduktion. Und Rache für die Rune Dunkles Herz, die uns 50% Schadensreduktion gibt. Und natürlich der Klassiker, Zusammenkunft der Elemente. Diesen Gegenstand empfiehlt es sich immer über den Cube anzulegen, weil man da halt 200% auf jeden Fall kriegt. Wenn man den Ring so anlegt, hat man halt zwischen 150 und 200% alles möglich. Und hier sind es halt auf jeden Fall safe 200% Elementarschaden. Ihr seht, der rollt durch die ganzen Elemente. Jetzt haben wir hier Blitz. Physischer Schaden. Jetzt würden wir maximalen Schaden mit unserem Splitterpfeil machen. Kälteschaden. Und so geht das immer weiter. Aber genug des Gelabers. Jetzt gucken wir uns den ganzen Bild mal in der Praxis an. Wir machen mal ein großes Nefer in Portalstufe 55. Was wir einfach nur machen ist, wir stellen die Geschütztürme auf. Ich zeige das noch einmal kurz. Also wir stellen die Türme auf. Bang, bang, bang. Feuern einmal mit unserem Hasserzeuger in die Gegner. Dadurch wird der Zurückhaltung ausgelöst. Und dann rechte Maustaste, Splitterpfeil, löst auch nochmal den anderen Buff aus und dann geht der Schaden richtig hoch. Und unsere 4 Türme würden jetzt diesen Pfeil hier mit abschießen, aber das seht ihr gleich in der Praxis. Und ansonsten Rauchwolke zum Abhauen, Gefährte, falls wir ein bisschen Damage brauchen, Rache, falls wir gegen einen Riesenmob kämpfen und den eigentlich immer nur, um Hass zu regenerieren und unseren Buff auszulösen. Genug des Geredes, ab ins Geschehen. Ich habe noch nie Solo-Rifts mit dem Bild gemacht, ich hoffe, ich schaffe 55 überhaupt, aber der ist eigentlich stark genug. Also Geschütztürme aufstellen, feuern. Und ihr seht schon, die Türme feuern mit. Rache habe ich jetzt mal zugeschaltet. Und ihr seht schon die Kritzzahlen, die da aufsteigen. Mehrere Milliarden Kritz machen wir hier. Mal kurz hier mal raussehen. Und wir haben unten in der Shortcut-Leiste jetzt eine 5 stehen. Das heißt, wir sehen immer, wie viele Geschütztürme gleichzeitig aktiv sind. Und ihr seht schon, da war gerade irgendwie ein Elite-Pack dazwischen. Das haben wir gar nicht richtig zu Gesicht bekommen, weil unsere Geschütztürme das sofort weggeballert haben. Bäh, diese Sackgasse, ich sollte vielleicht auch mal auf die Karte gucken. Na, meine Freunde, wo seid ihr? Da, Hallöchen, und ihr seht schon. Da vergeht alles, weil die Geschütztürme eigentlich ein... Das ist der Vorteil von diesem Bild. Wenn wir 5 Geschütztürme stehen haben, haben wir einen unglaublichen Flächenschaden, weil irgendwie irgendein Geschützturm trifft die Gegner immer. Und ihr seht ja schon auch an dem Aufschlägen von den Splitterpfeilen, die haben ja einen gewissen Radius. Die treffen ja nicht nur einen Gegner. Was renne ich mir eigentlich die ganze Zeit in die Sackgassen? Das ist ja furchtbar. Oh, bin dann auch noch kurz weggeballert, rein aus Prinzip. So, einmal Rache noch an. Und natürlich möglichst weit weg von den Gegnern stehen, damit Zeitsteine Rache auch maximal wirkt. Und immer schön die Türmchen hinstellen, wenn ihr könnt. Weil in solchen Dungeons wie jetzt ist der Bild nicht so effektiv, weil tatsächlich ja wir eine möglichst offene Fläche dafür brauchen. Und die haben wir hier halt einfach nicht. Oh, warte, da sollte ich mal ein bisschen auf Abstand gehen. Und seht schon, in dem Moment, wo wir da eigentlich Splitterpfeil reinsetzen und alle Türme gleichzeitig mit dem Splitterpfeil auf die Gegner treffen, da bleibt eigentlich nicht viel stehen. Und ihr seht schon, auch die Türme da hinten in der Nebenkammer schießen munter fröhlich.
Also wir müssen nicht mehr direkt neben denen stehen, damit die schießen. Die sind schon der da hinten, der hat auch noch geschossen. Guck mal, da hinten, der schießt jetzt bis hier vorne. Also unglaublicher Flächenschaden, unglaubliche Reichweite hat dieser Bild. Da ist jetzt irgendwas Seltenes zwischen. Das ballern wir einfach mal kurz rein mit unserem Splitterpfeil. Wow, Wurmloch, das kann böse ausgehen. Da müsst ihr aufpassen. Aber allgemein, ihr habt die Gefährten sorgen für Zähigkeit und was halt auch sehr vorteilhaft ist in solchen kleinen schmalen Gängen wie jetzt hier. Wenn wir günstig stehen, verstopfen die Gefährten zum Beispiel einfach die Türen. Jetzt hier zum Beispiel, vielleicht sieht man es, ich guck mal kurz. Naja, sieht man nicht. Auf jeden Fall kann es passieren, dass die Gefährten die Türen so gut verstopfen, dass die Gegner gar nicht zu uns durchkommen. Und das macht es natürlich leicht, wenn die als eine Art Barriere zwischen uns und den Gegnern stehen. Kommen höchstens so Affixe wie Arkanverzauber zu uns durch, aber so direkte physische Angriffe können wir gar nicht reinkriegen, weil die Gefährten das abfangen. Ist natürlich super für die Zähigkeit. Und jetzt hier in so einem schmalen Gang ist der Bild natürlich optimal, weil jetzt feuern wir einfach nur den Gang entlang und irgendwie wird alles getroffen und letzten Endes, ihr habt es ja gesehen, irgendwie zu uns durchkommen tun die Gegner nicht wirklich. Ja, wie steht der Bild im Vergleich zu anderen Builds da? Da wird irgendwann meine Gruppe. Nein. Wie steht der Bild im Vergleich zu anderen Builds? Also der stärkste Dämonier-Bild ist im Moment definitiv das Set Unheilige Essenz. Nein. Set Unheilige Essenz ist definitiv das stärkste. Dann, Natalias ist auch sehr stark. Ich glaube, die nehmen sich tatsächlich beide nichts. Natalias mache ich auch noch einen Guide zu. Fehlt mir allerdings noch ein Gegenstand, deswegen dauert das noch ein bisschen, bis der kommt. Ich brauche nochmal die Morgendämmerung als Offhand. Dann kommt da aber auch ein Guide zu. Und danach kommt das Marauder-Set hier. Das ist stark, allerdings nicht so stark wie die beiden eben erwähnten. Und dann auf Platz 4 kommt das Set Schatten, das Schattenset vom Dämonier. Das ist ganz lustig, kann es aber in Sachen Stärke einfach nicht mit dem hier aufnehmen. Ich finde das Marauder-Set von der Spielweise sehr angenehm und auch einfach, weil ich mit dem sehr viele positive Erinnerungen aus der Anfangszeit des Dämonenjägers verbinde. Das war das erste richtig starke Dämonenjäger-Set, was es gab. Da hat man damals einfach alles mit platt gemacht. Und vor allen Dingen hat dieser Bild für mich auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Nostalgiegründe. Aber ihr seht schon, jetzt haben wir hier eine etwas offenere Fläche und unsere Geschütztürme rotzen hier einfach alles weg und gucken auf unseren Zeitfortschritt. Wir sind jetzt bei 55, das heißt 60 ist hier locker drinne. Gesundheitliche Probleme haben wir noch keine bekommen. Wenn wir uns von den Mobs fernhalten, passiert uns eigentlich nicht viel. Da ist auch schon der Portalwächter. Da ist es denn. So, jetzt haben wir noch Channeling und jetzt gucken wir, wie schnell der runtergeht. Bam. Wir haben nicht mal 5 Minuten für das Rift gebraucht. Ich finde, das ist ein guter Schnitt. Also Beute, ein Botraki-Splitter. Was ist Botraki-Splitter nochmal? Ach, der, bäh. Weg damit. Ja, Uschi, hi. Verdammte Mächtigen können wir eigentlich mal aufwerten oder zumindest versuchen. Na, immerhin, 2 von 3 haben geklappt. Ich finde, das ist ein guter Kurs. Und einmal das Portal abschließen. Das ging sehr einfach. Ja, das war mein Guide zum Marauders Dämonenjäger. Es ist ein sehr starker und vor allem sehr einfach zu spielender Bild, wie ich finde. Man braucht halt das Set, man braucht wirklich diese Kombination an Gegenständen, damit er wirklich effektiv funktioniert. Aber er ist wirklich sehr angenehm zu spielen, weil Geschütztürme hinstellen, linke Maustaste, rechte Maustaste, Gegner tot. Da braucht man nicht allzu viel Skill für, sage ich jetzt einfach mal. Ist also ein sehr guter Einsteigerbild für einen Dämonenjäger. Zum Beispiel Natalias oder das Schattenset. Schon eine ganz gute Fähigkeiten, Koordination voraussetzen, ist der Bild hier wirklich einfach zu spielen. Von daher, wenn ihr euch an den Dämonenjäger antasten wollt und einfach erstmal ein bisschen Gefühl für den Dämonenjäger kriegen wollt, empfehle ich ganz klar diesen Bild, weil er ist sehr einsteigerfreundlich. Ja, ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge zum Bild habt, irgendwie eine andere Rune kennt, einen anderen Edelstein verwendet, andere Fähigkeit, andere Waffen oder was anderes in die Cube packt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich freue mich über Feedback. Wir sehen uns im nächsten Diablo 3 Guide wieder, der sich nochmal mit dem Dämonenjäger und zwar mit dem Schattenset befassen wird. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Anschauen. Haut rein, Leute. Ciao.